Siezersport TV. Eure Stars hautnah. Wird Ihnen präsentiert von folgenden Partnern. Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen bei Siezersport TV. Wir haben heute wieder Highlights für euch. Und wenn ihr keine Highlights, Berichte oder Dokus mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal auf Facebook, Instagram und YouTube. Oder ihr seht unsere Videos auf unserer Homepage unter www.siezersport.tv. Wir waren an diesem Samstag zu Gast in der zweiten Klasse Nord B. Und zwar gab es da ein Dänengau-Derby. Die SK Adnet 1B traf auf den UFC Bad Vilgaun. Und wir haben jetzt wie immer für euch die Highlights des Spiels und danach noch die Stimmen zum Spiel. Viel Spaß! Besonders Spaß bei Robert macht man, dass sehr flexibel ist und sehr abwechslungsreich. Ich würde bei Wenger sofort nochmal anfangen. Neben meiner Lehre mache ich die Matura. Da habe ich jeden Dienstag einen Abendkurs in der NMS Kuchl. Du bist auf der Suche nach einem lässigen, zukunftssicheren Arbeitsplatz? Dann komm vorbei, bewirb dich bei uns. Wir freuen uns auf dich. Also, die neunte Runde stand an in der zweiten Klasse Nord B und zwar traf die 1B des SK Adnet zu Hause auf den UFC Bad Vilgaun. Und dieses Spiel ist ein absolutes Topspiel hier im Dänengau. Schiedsrichter der Begegnung ist Michael Kaps und hier sehen wir noch die beiden Kapitäne, Lukas Wenger von der SK Adnet 1B und Peter Hopfgartner vom UFC Bad Vilgaun. Und dann gehen wir auch gleich rein in dieses Spiel. Die Adnetter beginnen von rechts nach links in den roten Trikots und die Vilgauner von links nach rechts in den blauen Trikots. Nach einer Minute bereits der erste Abschluss hier für die SK Adnet 1B, aber dieser Ball landete im Außennetz. Dann fünfte Spielminute, diese Szene hier, Josipovic mit dem Pass und da verletzt er sich und legt sich dann auch zu Boden und konnte auch letztendlich hier nicht mehr weiterspielen. Nach fünf Minuten musste der UFC Bad Vilgaun dann seinen Torhüter austauschen und für ihn kam dann sein Ersatzmann Pascal Schnöll in das Spiel. Ja, und die Adnetter waren voll drinnen in dieser Partie. Von den Vilgaunern kam herzlich wenig. Hier 13. Minute, Eckball und der nächste Abschluss von Lukas Wenger. Aber dieser Ball ging deutlich über das Tor. Dann einige Minuten später wieder die Adnetter. Hier ist es Christian Moltinger. Und dieser Ball berührte noch die Latte. Da hätte wohl Pascal Schnöll keine Abwehrmöglichkeit gehabt. Ja, 30 Minuten gespielt. Immer noch 0:0 hier im Marmordorf. Und es sind immer wieder die Adnetter. Hier ist es Rabel mit einem Schuss. Aber diesmal kein Problem für Schnöll. Dann 36. Spielminute. Hier kommt Benjamin Ramsauer. Und das war eine Riesenmöglichkeit auf den Führungstreffer. Und diese Chance wollen wir uns noch einmal ansehen. Hier sehen wir, kurz vor dem Abschluss springt der Ball nochmal auf. Und somit passiert ihm da das Missgeschick, dass dieser Ball so weit über das Tor geht. Die einzige nennenswerte Aktion der Vilgauner gab es dann in der 45. Minute. Und das auch nur durch diesen missglückten Auswurf hier von Stauder. Also Halbzeitstand hier in Adnet 0:0. Du bist auf der Suche nach einem lässigen, zukunftssicheren Arbeitsplatz? Dann komm vorbei, bewirb dich bei uns. Wir freuen uns auf dich. So, dann gehen wir rein in die zweite Spielhälfte und die Adnet 1B machte genau da weiter, wo sie vorher aufgehört hatten. Nur in der 54. Minute belohnten sie sich und da ist Thomas Ramsauer und er trifft für die SK Adnet 1B zum 1:0 in der 54. Spielminute. Also dann der Führungstreffer für die Adnetter, hier können wir uns den Treffer nochmal ansehen. Toller Einsatz von Thomas Ramsauer und es war eine mehr als verdiente Führung hier für die 1B des SK Adnet. Ja, die Adnetter waren giftig und spielten hier hohes Pressing und es gelang immer wieder, den Ball im Mittelfeld hier zu erobern und dann in der 60. Minute gleich die nächste Möglichkeit durch Ziller, aber auch gut gehalten von Schnöll. Dann, wenn man es so will, die zweite nennenswerte Aktion der Vilgauner. Und da sind sie eiskalt. Lucian Misu erzielt in der 64. Minute den 1:1 Ausgleichstreffer für seine Mannschaft. Hier eiskalt schiebt er den Ball an Stauder vorbei.
ins Netz. Ja, aber die Adnetter unbeeindruckt. Wenige Minuten später kommen sie gleich zur nächsten Möglichkeit. Thomas Ramsau, aber dieser Ball landete wiederum im Außennetz und dann in der 69. Spielminute ein Foul von Gehmacher im Strafraum und es gibt Elfmeter für die SK Adnet 1B und das sollte eine Angelegenheit für Vresnik sein, aber er scheitert an der Stange und da kommt noch Thomas Ramsauer mit dem Nachschuss. Riesenmöglichkeit für die Adnet, da hier in Führung zu gehen. Dann springen wir in die 82. Minute und es heißt ja immer so schön im Fußball, wenn man die Tore nicht macht, dann bekommt man sie hinten und da kommt David Schabhütl und er erzielt in der 83. Spielminute das 1:2 für den UFC Bad Vigaun. Hier der Ball noch unhaltbar abgefälscht von Lukas Wenger für Philipp Stauder. Ja, und jetzt kommen die Vigauner vermehrt vor das Tor der Adnetter 1B. Ja, in der 92. Minute dann noch ein Eckball für die Adnetter. Und sogar Philipp Stauder, der Torhüter, ist hier mit aufgerückt. Hier kann Schnöll diese Ecke klären und dann geht's in den Konter. Und da ist es Josef Brunauer, der hier im letzten Moment klärt. Ja, die letzte Chance in diesem Spiel haben dann allerdings die Vigauner und zwar in der 94. Minute hier ein Abschuss von Christian Heipel, aber auch toll gehalten von Philipp Stauder. Es bleibt dann am Ende beim 1:2 für den UFC Bad Vigaun und wir haben jetzt noch für euch die Stimmen zum Spiel. Siezer Sport TV, eure Stars hautnah. So, jetzt haben wir bei uns den Siegtorschützen des UFC Bad Vigaun, David Schabhütl. David, man ist als klarer Favorit heute daherkommend gegen die SK Adnet 1B, hat sich aber über lange Strecken sehr schwer getan. Auf was führst du das zurück und was ist dein Fazit vom heutigen Spiel? Ja, erst einmal Servus Silvio. War ein extrem schweres Spiel irgendwie für uns. Vielleicht hat uns das einfach, ja, wir haben auch Probleme gehabt, glaube ich, dass wir wieder eingefunden haben. Wir haben jetzt eine kurze Pause gehabt von 2 Wochen, weil wir leider eben wegen unseren Corona-Fällen da einfach eine Zwangspause gehabt haben. Ja, haben uns schwer und mit einer so ein bisschen schwerer, glaube ich, auf dem Rasen, weil wir Kunstrasen gewohnt sind. Und ja, sind nicht reingekommen. Ja, vielleicht einfach ein bisschen zu wenig Feier. Ich weiß nicht, ja, ich bin auch noch ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Ja, war einfach, glaube ich, auch zu wenig wollen vielleicht. Ja, wir haben ein bisschen mehr gewirkt, ja. Letztendlich ist ja das Ganze dann ja gut ausgegangen. Lass uns mal grundsätzlich ein bisschen über die Saison sprechen. Man hört ja immer wieder, Vigaun möchte gerne aufsteigen. Wie zufrieden seid ihr mit der bisherigen Saison und was sind denn so jetzt wirklich euch eine Ziele, was ihr euch gesteckt habt für diese Saison? Ja, also wie du sagst, grundsätzlich ist unser Ziel, unser Anspruch schon, dass wir aufsteigen. Natürlich, wir müssen einfach von Spiel zu Spiel schauen in Zukunft, glaube ich, das ist einfach das Gescheiterne und einfach das Ziel, Aufstieg, Meister ein bisschen in den Hintergrund rücken. Wir werden uns jetzt verstärken über den Winter und dann schauen wir, dass wir wieder Gas geben im Frühjahr. Wie du schon sagst, über den Winter, die Winterpause ist ja unglaublich lang. Also das ist ja wirklich schon fast, sowas haben wir überhaupt noch nicht erlebt, im Unterhausfußball. Wie überbrückt ihr jetzt die Zeit? Habt ihr weiterhin noch Training oder ist jetzt Winterpause bis April? Ja, das stimmt. Also wir machen es jetzt so, dass wir ein bisschen weiter trainieren, 1-2 Mal die Woche, freiwillig, dass wir uns ein bisschen fit halten, auch mit dem Ball, dass wir natürlich das Gefühl nicht verlieren. Werden dann ja Winterpause einlegen, bevor wir dann ins Lauftraining starten und dann halt Vorbereitung und dann geht es noch ins Trainingslager und dann fangen wir wieder an mit der nächsten Saison. David, ich sage herzlichen Dank, dass du heute noch bei uns warst und nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Siegtreffer und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ja. Wir haben jetzt dann gleich noch den Kapitän des SK Adnet von der 1B, Lukas Wenger, bei uns zu Gast. Siezer Sport TV, eure Stars hautnah. So, und jetzt haben wir noch den Kapitän der SK Adnet 1B, Lukas Wenger, bei uns zu Gast. Luki, heute eine sehr engagierte Leistung von eurer Mannschaft. Leider hat es am Ende nicht gereicht. Kannst du vielleicht ein paar Beweggründe sagen, warum du glaubst, dass heute nicht genug war? Ja, ich glaube, das ist wieder mal, wie die ganze Saison so ist. Wir sind einfach spielerisch einfach schon sehr stark. Also ich möchte nur heute das Spiel sagen, erste Halbzeit war überragend für uns. Da haben die Vigauner eigentlich fast gar keine Chancen gehabt, bis auf 1-2 Mal halt. Wir haben, glaube ich, 3-4 Mal allein vor der Hitten, schießen drüber, schießen daneben, hat der Kohle. Es ist einfach so viel Pech dabei. Und ich darf da sagen, wir haben die Partie eigentlich unverdient verloren. Also
Die Veganer haben einfach ein bisschen mehr Glück gehabt, sagen wir war so. War, glaubst du, der Elfmeter dann ein ausschlaggebender Punkt, dass man den nicht reingebracht hat? Ja, das ist wieder so gegen Figau. Die Elfmeter ist noch nie gelegen. Ich habe selber schon mal zum Gespüren gekriegt. Ich habe selber schon mal einen verschossen, aber auch einen getroffen. Ja, wahrscheinlich war der Gulli dran gewesen. Ja, ist Pech, aber naja, kann man jetzt nicht so sagen. Aber sicher war es ein Punkt, wo man einfach sagen muss, auch wenn er einen da hätte, wäre es sicher leichter geworden. Aber ja, jetzt können wir es leider nicht mehr ändern. Jetzt geht man ja in die Winterpause. Woran denkst du, kann man jetzt dran arbeiten oder woran muss man verstärkt arbeiten, dass man dann ein positiveres Frühjahr hat? Ja, im Training arbeitet man wirklich sehr gut. Also es sind wirklich Trainings dabei, die was überragend sind. Und dann im Spiel halt einzelne Spieler, nehmen wir nicht aus, haben halt die Fehler, die was wir im Training nie machen. Und was halt auch dazu kommt, wir haben einfach so viele Verletzte. Und wir sind im Training halt dadurch auch geschwächt und beim Spiel sieht man es auch. Wir können eigentlich, wir haben kein einziges Spiel heuer vom Vollen schöpfen können. Und das ist eigentlich sehr schade. Und das zählt ja sicher zu den Punkten dazu, warum das in der Saison heuer nicht so gut läuft. Jetzt ist ja wirklich so, man geht jetzt schon in die Winterpause. Es ist Oktober, eigentlich ist seit 2. Oktober schon Winterpause. Wie schaut das bei euch jetzt aus? Habt ihr noch weiterhin Training oder geht man da jetzt wirklich einmal, dass man einfach nichts tut, oder wie schaut das aus bei euch? Nein, also der Trainer hat uns gefragt, wie wir da wollen. Er hat gleich gesagt, er will noch ein bisschen da. Wir haben sofort gesagt, ja, wir wollen noch ein bisschen kicken. Jetzt lassen wir einfach die Saison auslaufen. Wir fangen natürlich jetzt gleich wieder zum Arbeiten an fürs Frühjahr. Wir werden ein bisschen was umstellen, aber das werden wir dann nächstes Jahr alles sehen. Was sind denn jetzt noch eigentlich so grundsätzlich die Ziele von eurer Mannschaft in dieser Saison? Wo wollt ihr euch dann am Ende im Sommer sehen in der Tabelle? Ja, der Böhmplatz möchte jetzt eigentlich keinen sagen. Ich sage nur so, wir stehen eigentlich tabellenplatzmäßig sehr tief und spielerisch sind wir sicher mittendrin. Also die Tabelle spricht nicht für sich, traue ich mir fast zu sagen. Aber ja, wir müssen einfach hart weiterarbeiten. Wir müssen unsere Ziele verfolgen. Wir haben uns vor der Saison Ziele gesteckt. Voriges Jahr ist es einfach um das viel besser gelaufen. Da haben halt auch wir haben halt viel Glück gehabt, aber das braucht man auch so im Fußball. Das haben halt heute vielleicht die Veganer ein bisschen mehr gehabt. Aber nein, wir werden einfach gezielt weiterarbeiten und dann wird das nächste Jahr wieder besser ausschauen. Bin ich voll überzeugt davon. Lukas, herzlichen Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast und dass du heute hier da bei uns warst. Wir wünschen euch natürlich alles Gute. Okay. Wir von Sitzersport TV verabschieden uns jetzt hier aus Artnet, wünschen Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.